Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch wieder zu einem neuen Daily hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder ein Unboxing für euch. Ich habe ein Zuschauerpaket von der lieben Angelika und das gucken wir uns jetzt gemeinsam einmal an. Ich zeige euch das Paket. Es ist ein bisschen schwerer geworden. Da ist es. Ich krieg's nicht ganz drauf. Aber so sieht's aus und es ist schwer und es hängt ein riesiger Katzenfussel dran. Ich denke, es ist von Tim. ich mach's mal auf und dann gucke ich rein, was du mir für Schickes für Bastelsachen wieder geschickt hast. Oh Gott. Leute, was soll ich basteln? Es klimpert ein bisschen, oder? Also, als allererstes ihr seht nichts. Servietten. ja. Ich packe mal die Servietten alle zur Seite. Oh, das hat so gut gerochen. Beiseite. Beiseite. Servietten sind beiseite. Und jetzt gibt es wieder so eine tolle Karte. Guckt mal. Habt ihr gerade was lesen können? Ich dachte, die Karte wäre zum Aufklappen. Ich hoffe, ihr habt es nicht gelesen. Teile zum Harzgießen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Sehr, sehr cool. Wir freuen uns. Ist auf jeden Fall wieder was für die Jungs dabei. Und Leute, könnt ihr euch an die Sache mit dem Glitzer erinnern? Glitzer! Hä? Aber wie süß sind die bitte? Süß, oder? Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und es gibt noch grünen Glitzer. Hä? Die sind aber auch total schön, ne? Wo es die Sachen gibt, keine Ahnung, vielleicht gibt ihr Craft Bottles mal irgendwo ein, vielleicht findet ihr die ja. Ich kann das immer gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall, jetzt zeige ich euch erstmal, was hier so super, super riecht und was ultra cute ist. Guckt mal, eine Cupcake-Kerze. Die ist süß. Und dann auch noch eine Blaubeer-Cupcake-Kerze. Hä? Süß. Ultra süß. Dankeschön. Wir haben Blaubeertee. Ja, wie soll es anders sein? Katrin braucht Blaubeertee. Wenn ihr mich mit irgendwas bestechen wollt, dann mit Blaubeertee. Und Leute, noch etwas. Hasis! Hasis! Das habe ich eben, Steffis Paket ausgepackt und da waren auch schon Hasis drin. Ganz viele Hasis. Und natürlich Lakritze. Auch das war bei der Steffi drin. Habt ihr euch abgesprochen? Angelika, Steffi, ihr habt euch abgesprochen, oder? Lakritze, ne? Jawohl. Dankeschön. Und es gibt Riegelchen. Riegelchen. Zeige ich euch erstmal die Riegelchen. Und da sind tatsächlich Riegelchen dabei, die wir gestern im Rossmann neu entdeckt haben, ich und Lukas. Und er hat sich deswegen, weil er die neuen Riegel von Rossmann entdeckt hat, gegen einen Riegel entschieden, der jetzt aber dabei ist. Der da. Jetzt kann er den doch futtern.
weil er hat gesagt, nee, dann nehme ich doch nicht den, dann probiere ich den neuen. Und pass auf, die neue, der neue war der hier. So. So rum oder so rum? Ja. Genau. Und jetzt hat er ja doch den anderen Riegel, da kann er sich drüber freuen. Hier, der ist immer lecker, der ist aber auch immer relativ oft ausverkauft. Falls euch das interessiert. Den hier kenne ich noch gar nicht. Der hört sich auf jeden Fall auch sehr lecker an. Und auch diesen kenne ich nicht. Hä? Was ist denn bei unserem Rossmann schon wieder los? Ich muss da nochmal, ne? Wörtchen reden. Nein. Und den haben wir auch gestern gekauft. Den haben wir aber noch nicht probiert. Ich bin sehr gespannt. Die müssten noch relativ neu sein. So, dann haben wir, ja genau, alte Diamond Steinchen. Oh, Diamond Painting, Leute. Ich mit meinen vier riesen angefangenen Bilder und dann habe ich den Tag erst meine Bilder angeguckt, die ich noch zu liegen habe von Karat Art. Übrigens, Karat Art, unten in der Videobeschreibung gibt es einen Rabattcode. Auf jeden Fall hat sie mir Diamond Painting Steinchen mit reingelegt und ich wollte ja auch mal probieren, mit deinem Painting-Steinchen die mit einzugießen, was passiert. Das blöd aussieht. Wir wissen es nicht. Wir werden es sehen. Ach du Gott. Ob die das verdient haben, weiß ich nicht. Also wir haben wieder Knusperkissen für die Miezetatzen. Und ja, ich glaube, alle, die meine Videos gucken, ich packe jedes Mal Süßigkeiten für die mit aus. Ihr müsst denken, dass die Katzen durch die Gegend rollen, oder? Nein, tun sie nicht. Sie rollen noch nicht. Also, wenn John jetzt dabei wäre, der würde sagen, also Timmy ist kurz vorm Rollen. Aber der ist immer gemein zum Tim. Und wir haben diese Knusper-Tasche. Genau. Also, für die beiden haben wir das. Die sind ja schön. Was ich die jetzt. Ich zeig's euch so. Die sieht man eigentlich ganz gut. Die sind hübsch, oder? Da werden wieder Maschenmarkierer für euch. Jo. Jo. Habe ich jetzt so entschieden. Haaröl. Angelika, man merkt, du guckst meine Videos. Ich habe neues Haaröl. Und wisst ihr was? Mein Sohn klaut mir jetzt immer mein Haaröl. Nicht HG, ich benutze kein HG. Aber der klaut mir jetzt immer mein Haaröl. Das ist perfekt. Da freuen wir uns drüber. Ja, der macht jetzt auch immer abends Haaröl. Also nicht immer, aber so im Abstand. Juhu! Ich muss mal das Paketchen hier mal einmal hinstellen. Und den gucken wir mal. Leute, wie recycelt man Packdosen? Angelika zeigt es uns gleich. Das macht man nämlich so. Da packt man nämlich dann so kleine Sachen rein. Ich weiß gar nicht. Also es sind Vögelchen, unterschiedliche Vögelchen. Aber ich krieg die bestimmt gar nicht so gut gezeigt. Ne? Ja, das sind so unterschiedliche Vögelchen. Und ja, ich probiere mich damit aus, sie einzugießen. Blümchen. Dann haben wir hier Blätter. Das sind Blätter. Bommel, egal was du hinter mir machst, hör auf damit. Und das sind, na so Vierecke, sehen aber aus wie Blümchen, ne? Hast du irgendwas geklaut? Ich hoffe nicht für dich. Ja, das sieht aus wie große Diamond Painting Steinchen. Könnt ihr euch so das vorstellen, so ein bisschen? Genau. Dann haben wir Schmetterlinge. Oh, das sind aber...
Okay, die sind hübsch, aber ich denke mal, für Häkelnadeln sind sie definitiv zu groß. Obwohl ich es wieder feiern würde, wenn man die oben drauf geklebt kriegt. Oben auf der Spitze. Aber da wird John nicht mitmachen, weil die werden nicht halten. Aber ja, sehr, sehr cool. Ich probiere mich auf jeden Fall aus. Und hier haben wir nochmal schwarze Blätter. Schwarze Blätterchen. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen gesehen. Dann haben wir hier Sternchen zum Eingießen. Weiße Blätter. Ich weiß nicht, ob ihr das so irgendwie erkennen könnt. Ist schwierig, ne? Weiße Blätter. Okay, das sind auch Blätter. Glitzerblätter? Wo willst du hin? Ah, oh cool. Hier sind so Mini-Pinzetten drin. Und Sternchen zum Eingießen. So, und wenn ich jetzt gerade hier die Sommerbaumwolle sehe, fällt mir ein, dass ich euch von Nora was unterschlagen habe. Das werde ich euch aber später zeigen. In einem anderen Video. So, wir haben hier von Home die Stricksortiment Sommer. Die Elba. Farbe ist die 602 und wir haben 50 Gramm mit 125 Metern, also es ist normale Baumwolle. Ne? Dreimal. Okay. Kamera, nicht ausrasten. Alles wird gut. ja. Sieht aus. Und die hat sie mir noch. Ne, das ist eine andere Sorte, ne? Das ist keine Baumwolle. Das fühlt sich auf jeden Fall nicht so an. Ja, genau, das ist was anderes. Von Living Art gibt es 6 Knäule, damit ihr das seht. 6 Stück. In diesem schönen lila Ton. Und das Ganze ist die Farbe 403. Und gibt es hier. 50 Gramm, 140 Meter, ist also ein bisschen feiner. Was genau suche ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas wollte ich euch noch sagen, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe doch alles gesagt, oder? Wenn man doof ist, ne? Im Kopf. Jawohl, also das. Dann haben wir noch was zum Futtern, die Streichcreme Toskana. Lecker. Ja. Und wir haben noch eine Kerze, Jasmin. Ja, die ist ein bisschen leichter, vielleicht riecht die mehr, wenn die an ist. Aber guck mal, ultra hübsches Glas. Schmetterling. Sieht schön aus, ne? Ja. Dankeschön. Sie kommt aber nicht an die Cupcake-Kerze. So, und da haben wir Kristallkunstschmucksteine. Hier haben wir Blätter. Transparent, klar, klar, irisierend. Material aus Harz. Okay, die sind schon mal aus Harz. Und dann haben wir hier Schmetterlinge. Da ist auch dasselbe. Nur, dass es eben Schmetterlinge sind. Ich könnte euch ja mal die Rückseite zeigen, wenn man sowas kaufen kann. Und mit Engelchen. Schutzengel. Dann haben wir ganz viele Schleifenbändchen von mir. Tada! Ganz viele Schleifenbändchen. Auch davon hat Steffi wieder welche drin. Ich muss mal gucken, wo die sind.
die gehen dann entweder, wandern die weiter, also ich recycle ja, ihr wisst ja, oder sie wandern ins Haar, wie wunderbar. Oh Gott, ich bin heute wirklich ein bisschen blöd. Wir haben ganz viele Servietten, ihr wisst, ich mag Servietten. Die sind auch sehr schön. Ja. Das sieht aus wie gestickt, guck mal. Sehr cool. Und sehr lustig. Und was Sommerliches. Früchte. Ja. So, und jetzt ist es fast leer. Ich habe hier noch eine Sache zu liegen. Bitte Vorsicht beim Auspacken. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin manchmal so ein Elefant im Porzellanladen, ne? Hä, wie cool. Ich mach mal kurz Pause. Okay, was sie jetzt eingepackt hat, hat sie geschrieben, ist aus dem Drucker und sie hat es per Hand angemalt. Ich kenne leider den Anime nicht, ich kenne aber die Figuren. Hä, ja, ist das cool. Also so ein 3D-Drucker oder wie stelle ich mir das vor? Ich denke, sie meinten 3D-Drucker. Richtig cool. Ich wünsche mir eine Chi von Schobitz. Wenn man mal Wünsche äußern darf, Angelika. Aber richtig cool. Mega. Da muss ich echt gucken, wo ich die lasse, ne? Weil die Katzen sind ja immer gemein. Okay, ich muss jetzt meinen Mann reinlassen. Der ist nämlich jetzt von der Physiotherapie wiedergekommen. Ich bedanke mich für das Paket. Dankeschön, liebe Angelika. Ich freue mich drüber. Ich werde gucken, was ich alles verbasteln und wie verbasteln kann. Und du wirst es ja merken, du schaust ja alle Videos. Und ja. Also ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer über Däumchen, Kommentare und Abos. Und wenn ihr morgen wieder einschaltet, bis morgen!